kommt schwerlich aus der eigenen Hälfte raus und der Ball ist draußen. Einwurf Julile, 8:0 ist nach wie vor der Spielstand aus deutscher Sicht. Und weiter geht's, Julile mit einer Vorlage, die ins Nichts ging. Sam Angel, Anni Aurora. Muss ja auch ein. Auf meinen Spickzettel gucken, das geht hier drunter und drüber. Einwurf jetzt von Kitzi. Die Frau mit der Oberweite. K! Man glaubt es kaum. Wir haben hier K-Oberweite. Der Ball ist wieder draußen. Zeit zum Sammeln, Zeit zum Durchatmen für Deutschland. Nordirland will zwischen, steckt nicht auf. Dieser eigentlich unaufholbare Rückstand soll doch noch gerissen werden. Super Kopfball von Kitzi, aber da ist Nathalie Hott im Tor und holt das Ganze raus. Deutschland hält das 8:0, obwohl es jetzt durchaus enger wird als in der ersten Halbzeit. Nordirland kämpft mit der Pass. Und da ist der erste Treffer für Nordirland von Kitzi. Madame H. oder K. hat es gerissen. Leider guckt sie mich straf, dann K warst du, ne? Guter Schuss aus 30 Metern, wenn man das jetzt im Verhältnis sieht, ne? Mr. Schiri, halt die Augen auf! Der Serrano ist hier unparteiisch und ja, selber sowas von gefährdet. Hand vom Schiri. Und auch Madina Fiedler, durchaus eine Entdeckung in diesem Spiel. Spiel für Deutschland und scheint doch einiges an Spielerfahrung zu haben. Weiß zumindest das Ball rund im Tor eigentlich muss. Aber jetzt wieder Irland. Deutschland mit Schwierigkeiten, kaum noch in der Lage, über die Hälfte rauszukommen. Die festgetackert in der eigenen Hälfte. Aber dann kommt Lili, die sich langsam vorgearbeitet hat. Hinten lauert. Aber Gefahr von Abseits in Kauf nimmt. Es wird weiter gekämpft. Diesmal vor dem Jungs. Und Kitzi wieder. Kitzi statt sich Ball! Oh nein! Oh, das war verdammt knapp, meine Lieben. Ja, schön ist er drin! Ich habe jetzt gerade die zweite Hälfte, unsere Hälfte. Nordirland wird auf den Korken, das Team von BA gruselt ganz weit vor. BA gruselt die Paar und Luguri Ogden! Ja, man muss die erste Halbzeit neu bewerten, finde ich. Normalerweise müssen wir nachspielen lassen. Also sowas von, weil...